Rund ums Spielfeld verfolgen die Fußballer und Freunde des SG Dittersdorf 72 die ersten offiziellen Zahlen. Der Ort liegt im Saale-Orla-Kreis im südöstlichen Thüringen. Zur letzten Landtagswahl hat die AfD hier das Direktmandat geholt. Die Reaktionen auf die 18-Uhr-Prognose heute durchmischt. Oh, das ist ja gut gewählt worden. Ja, warum? Ja, warum? Weil man eine Veränderung her muss. Alle wünschen sich eine Veränderung. Aber nicht diese, die hier gewählt wurden. Vielleicht bringt es was, vielleicht ändert sich mal was, vielleicht ändert sich nichts. Leider Gottes dann doch, hat man so gedacht, dass das so kommt. Ne? Ein bisschen freue ich mich über das Grüne, dass das so wenig geworden ist. Ansonsten, naja, geht's halt so. Es ist doch sonst nur Not oder Elend zu wählen gewesen. Auch in Suhl, am Rande eines Musikfestivals, wird die 18-Uhr-Prognose mit Spannung erwartet. Einer der Organisatoren des Festivals ist von den Zahlen nicht überrascht. Ich glaube, wenn die regierten Parteien in den letzten Jahren eine Politik gemacht hätten, die auch nah am Volk ist, wäre das Ergebnis auch nicht so zustande gekommen. Weiter westlich in Berger-Wünschendorf. 6000 Menschen leben hier. Der Ort gehört zum Landkreis Greiz und ist der Wahlkreis von AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke. Obwohl die AfD in Thüringen stärkste Kraft geworden ist, verliert er den Wahlkreis knapp gegen seinen Kontrahenten Christian Tischner von der CDU. Wichtig ist den Menschen hier vor allem: Also ich hoffe, wir kriegen eine konstante und eine dauerhafte Regierung. Also nicht dieses Hin- und Hergemähre, die sich gegenseitig blockieren, sondern regierungsfähig muss es sein. Ich hoffe auf relativ klare Entscheidungen, dass die Politik wieder in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und dass es nicht immer nur darum geht, die eigenen Bedürfnisse sofort ranzustellen, sondern dass der Blickpunkt wirklich wieder der Bürger und die Interessen sind. Zurück in Dittersdorf freuen sich die Spieler über einen eindeutigen Sieg auf dem Spielfeld und das unabhängig von den Ergebnissen der Landtagswahl.